Die Suicide Squad ist endlich wieder auf Mission. Ein weiteres Himmelfahrtskommando oder endlich das, worauf wir so lange gewartet haben? Jetzt bei den Filmgorillas. Hallo und herzlich willkommen zu einer hochexplosiven Ausgabe der Filmgorillas. Heute mit Daniel und mir und wir sprechen über einen absoluten Megaknaller. Ja, nicht wahr? Ja, so kann man es schon mal direkt vorwegnehmen. Wir reden heute über Suicide Squad, The Suicide Squad. Oder auch Suicide Squad 2, wie der gemeine Pöbel, so Leute wie wir halt auch gerne sagen. Ja. Denn wir wissen ja, es gibt bereits einen anderen Film, der The Suicide Squad heißt. Richtig. Aber der war nicht so erfolgreich und deswegen haben sie sich gedacht, ja, versuchen wir es nochmal. Und deswegen ist dieser Film so eine Art Fortsetzung, aber dann auch wieder nicht. Sondern er ist irgendwie die Uhr so halb auf null gedreht. Ja. Und handelt davon, dass wieder ein paar Insassen des Bell Reef Hochsicherheitsgefängnis von der Direktorin Waller rekrutiert werden, um ein Himmelsfahrtskommando zu absolvieren. Sie sollen auf einer Insel namens Molto Cortese. Dort sollen sie ein geheimes Forschungslabor namens Jotunheim eigentlich platt machen und vor allem alle Informationen, die sich da drin befinden und vor allem ein Projekt namens Starfish. Starfish ist auch Slang für Arschloch. Hat das hiermit was zu tun? Nein. Nein. Und wer jetzt diesen Trailer gesehen hat, weiß, es kann eigentlich bei diesem Projekt nichts anderes sein als ein gigantischer Seestern mit einem Auge in der Mitte, der aus dem All kommt und der irgendwann mal riesengroß wird. Aber den gilt es halt dann, wie gesagt, mitsamt Labor zu vernichten. Und deswegen reist die Suicide Squad nach Corto Maltese oder Maltese und wird dort halt in den Fronten der Armee aufgerieben, sagen wir es mal so. Ja. Und muss sich jetzt ihre Haut erwehren, um halt die Mission zu einem glücklichen Ende zu bringen. Und alles, was du gerade gesagt hast, ergibt tatsächlich Sinn. Ist das nicht schön? Das ist so schön. Ich möchte damit beginnen, dass ich sage, dass man deutlich gesehen hat, auf jeden Fall, dass sich da Leute Gedanken gemacht haben. Der Unterschied zwischen diesem Suicide Squad und dem von 2016 ist einer wie Tag und Nacht. Also es könnte gar nicht verschiedener sein, finde ich. Ja, der eine ist gut und der andere ist schlecht. Und der andere ist schlecht, genau. Und dieser hier heute, der ist absolute Bombe. Ja. Geht knackige 132 Minuten, fühlt sich aber ehrlich gesagt nicht so an, weil auch immer und immer wieder richtig viel passiert. Also es gibt keine langatmigen Strecken, finde ich zumindest. Es gibt wunderschöne Bilder, tolle Szenen, es gibt gute Musik, der Film ist ordentlich geschnitten, was man auch eigentlich erwarten sollte von einem Film dieser Größe. Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Die Charaktere sind natürlich das, was im Vordergrund steht und auch da haben sie diesmal wirklich sich viel Mühe gegeben, den Leuten die auch näher zu bringen und zu erklären, wer sind eigentlich diese Menschen, warum sind die in dieser Situation, in der sie jetzt gerade sind. Und auch die Kunst, das zu vermischen mit den wenigen, die sie aus dem ersten Suicide Squad behalten haben. Also Harley Quinn ist dabei, dann der Rick Flag, genau. Und die Captain Boomerang ist noch mit dabei. Und Viola Davis Charakter, die schon genannte Amanda Waller heißt Waller, sie, glaube ich, genau. Und das alles zu verbinden und daraus etwas Neues zu stricken, was irgendwie Sinn ergibt, finde ich, funktioniert ganz gut. Ich würde sogar sagen, es funktioniert sogar noch besser. Denn dieser Film schafft es, zum einen, ja, kompletter Quatsch zu sein mit einem riesigen, gigantischen Seestern aus dem All, der halt am Ende über eine kleine Insel, fiktive oder fiktionale Insel, irgendwie drüber walzt und sämtliche Menschen, die dort auf der Insel sind, mit seinen kleinen Artgenossen, die er aus der Achsel spült, in, willenlose, sage ich mal, Gefolgsmenschen oder Gefolgsviecher zu verwandeln. Zombies so. Eigentlich. Also wer Rick and Morty gesehen hat, wird sich auf jeden Fall daran erinnern fühlen. Und trotzdem haben diese Figuren alle einen gewissen moralischen Kern, der auch immer noch mal aufgegriffen wird und gezeigt wird. Das bremst vielleicht mal die ein oder andere Actionszene oder den ein oder anderen lustigen Moment aus, das will ich gar nicht abstreiten. Aber trotzdem schafft es James Gunn, jede Figur dem Zuschauer irgendwie ein Stück weit nahe zu bringen, selbst wenn sie jetzt nicht die allergrößte Bewandtnis oder Screentime oder Leinwandzeit hat. Und gleichzeitig schafft es aber auch, und das ist das große, große Versäumnis des ersten Films, er schafft es, ein sympathisches, angenehmes, herzliches Teamgefüge herzustellen. Also man versteht irgendwann, okay, das sind Leute, die stecken alle in der Scheiße, die haben alle keine andere Option, als sich diesem Himmelfahrtskommando anzuschließen, aber sie machen es mit einem
Grinsen im Gesicht und halt mit dem Gefühl von, okay, ich bin hier nicht allein. Mhm. Und das finde ich sehr, sehr stark. Ja, und mir ist besonders aufgefallen, weil ich den Charakter Harley Quinn so mag, dass mit ihr total gut umgegangen wird und dass sie einfach tolle Szenen und tolle Auftritte hat, die super inszeniert sind. Sie bekommt auch eindeutig, finde ich, die schönsten Bilder in dem ganzen Film. Also da sind so ein, zwei Sachen dabei, wo ich dachte, Alter, was ein geiler Shot. Und spätestens, wenn sie mit zwei Sturmgewehren durch eine Menge von Soldaten fliegen darf und anstatt Blut halt nur Blumen spritzen, das ist schon wieder auch eine geile Idee. Ja, und das macht mich so glücklich, weil ich nach Birds of Prey dachte, okay, das war jetzt irgendwie nicht die richtige Herangehensweise oder da lief einfach viel zu viel verkehrt oder nicht so, wie ich es mir gewünscht hatte. Und das dann aufzugreifen und dann hinzugehen und zu sagen, wir bauen jetzt Harley Quinn so, wie sie eigentlich verstanden werden sollte oder sein sollte, finde ich mega. Und King Shark ist natürlich auch MVP in diesem Film. Ist, ja. Großartig. Und das Allerschönste an diesem Film ist halt einfach, dass man merkt, hier durfte jemand machen, wie er wollte. Das ist ein großes Glück, was wir, glaube ich, in vielen Blockbuster-Filmen dieser Größenordnung nicht mehr erleben werden. Denn dieser Mann macht hier einen wirklich geradlinigen Söldnerinnen-auf-Mission-Film. So. Ja. Und alles fügt sich am Ende an einem Ort zusammen. Und es gibt eine klare Aufgabe und es gibt mal hier und da ein paar Abweichungen oder ein paar kleine Nebenhandlungen, aber die führen alle zu demselben Ziel. Und das wird ziemlich geradlinig verfolgt mit Figuren, die dir irgendwann echt ans Herz gehen. Mhm. Ich hatte im Finale zweimal jetzt schon einen Moment erleben dürfen, weil ich habe den Film schon zweimal gesehen, der ging mir ans Herz. Und wenn dann so ein Film daherkommt, in dem ein menschlicher Hai, also als hätte der Hulk den weißen Hai gebumst, wenn der einen Typ auseinanderreißt und wenn dann in so einem Film die Botschaft da ist, ey, es gibt für alles eine Bestimmung, auch für die schlimmsten Lebewesen oder für die ekelhaftesten oder, weiß ich nicht, für die verstoßensten Lebewesen unter uns, gibt es eine Bestimmung. Ja, tut mir leid, ey, dann muss ich sagen, hat der Film auf allen Ebenen erreicht, was er erreichen wollte. Absolut. Und ich kann nur sagen, ich fand ihn böse, schön böse, böse witzig, böse blutig und gerade und herzlich und kann nur sagen, für mich ist das genau das, was ich wollte. Wenn ich so einen Man-on-a-Mission-Film irgendwie erwarte mit irgendwelchen verrückten Figuren und halt einem Wiesel das Scheiben ableckt, das ist für mich ja die Kanonen von Kaiju Maltese. Ja, sehr schön gesagt, lieber Schröcker. Dankeschön. Ja, mein Fazit ist auch, dass ich bin absolut überrascht, wie krass man so einen Film machen kann mit Charakteren, die eigentlich nicht dazu da sind, um gemocht zu werden. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Wenn man vielleicht so einen Kritikpunkt anbringen könnte, dann finde ich, dass sehr viel passiert und dass man nicht immer hinterherkommt. Also man muss den vielleicht auch mehrmals sehen, um alle Easter Eggs auch zu finden. Zweimal hilft. Okay, haben wir jetzt auch gewusst. Zweimal hilft. Und ansonsten finde ich es noch krass, dass der ab 16 ist und in den USA ein R-Rating hat. Also da passieren schon explizite, also wirklich explizite Sachen, der ist nicht zimperlich, was Blut und Gewalt angeht. Also da würde ich vielleicht nochmal drüber nachdenken, liebe FSK. Aber trotzdem, ich hatte echt Spaß und ich fand, es war ein tolles Kinoerlebnis. Schließe ich mich an und man merkt, James Gunn ist im Herzen immer noch der Typ, der damals Romeo und Juliet geschrieben hat. Und deswegen, Suicide Squad ist für mich einer der Superheldenfilme, oder wenn nicht sogar der Superheldenfilm des Jahres. Aber wir haben ein Problem. Wir haben festgestellt, dass unser kleiner Affe noch keinen Namen hat hier. Ja? Hallo. Und deswegen ist unsere Aufgabe an euch, findet für diesen kleinen, zotteligen Freund hier doch mal einen entsprechenden Suicide Squad Namen, damit wir den hier auch mal richtig benennen können. Darüber würden wir uns sehr freuen. Genau. Und ansonsten freuen wir uns natürlich auch darüber, wenn ihr uns beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn ihr den Kanal abonniert, uns liked, das Video teilt und ja, generell ein bisschen Liebe für uns verbreitet. Bis dahin. Dankeschön und tschüss. Tschüss.